Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Nachdem das Spiel sich gedacht hat, erstmal 2 Stunden oder fast 3 waren es, glaube ich, im Hintergrund zu laufen, obwohl ich es beendet habe, sind wir wieder da. Und wir machen hier weiter. Ich setze mich jetzt in den Schrank und wir schauen, was hier passiert. Schwert. Weiß, wie man ihn aufhält. Bruder, ich habe keine Ahnung. Du wolltest Leute herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast. Dein freiwilliger Platz. Noch etwas für Reges. Und jetzt bist du. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, das funktioniert nicht. Du hast nach einem Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Wir müssen ohne Löffel essen. Öffne deine Augen. Du musst sehen, wie du aussiehst. Hat das jetzt funktioniert? Nur nicht so, wie ich dachte. Mal sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Immer dem Gestank nach. Also, so hätte ich das zumindest interpretiert, mit von keinem Löffel essen. Ne, weil der Löffel soll ihn nicht, ne, also er soll nicht satt werden von, oder nicht. Also, Löffel soll ihn nicht nähern können, grob übersetzt. Nimmst halt keinen Löffel. Ist halt die Frage, ist eine Schüssel auch ein Löffel? Schwierig zu sagen, ne? Denk mal, sie sitzt da hinten in ihrem Zimmer. Tut sie nicht, okay. Sie ist offensichtlich draußen.
Gibt halt für mich überhaupt keinen Grund, sie anzugreifen. Oh, die ist ganz schön weit gekommen in der kurzen Zeit. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn hinter dem Dingens vermutet, zugegebenermaßen. Hat mich nicht gesehen. Wir folgen natürlich erstmal dem Geruch. Ist ja viel interessanter, als zurückzukehren. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Ich bring dich in Sicherheit. Also habe ich sie an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Das war richtig so, Herr. Hier wird sie sich schnell erholen. Keine Sorge, Herr. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen, als ich sie fand. Schrecklich. Wie kann sowas sein? Es ist vorbei. Nur das zählt. Wir sollten uns jetzt lieber um Marlene kümmern. Natürlich. Ich kümmere mich um sie. Ja, wir können auch erstmal drüber reden, oder? Du hattest nach unserem Gast gefragt. Entschuldige, ich war mit der Jagd beschäftigt und hatte keine Zeit zum Antworten. Wenn man sich diese unglückselige Kreatur ansieht, fragt man sich unweigerlich, was mit ihr passiert ist. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Eines Abends, als sie ein Bankett für Freunde gab, kam ein Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Marlene hatte für die alten Bräuche nichts übrig. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Der Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Ja, doch, eigentlich schön. Ja, schon. Flüche sind vertrackt. Sie spielen mit der Ironie. Man muss immer den Haken an der Sache finden. Marlene hat jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. In einen Wicht verwandelt, hat sie Löffel geklaut und Menschen zu sich nach Hause gelockt, damit sie mit ihr speisen. Das hat nicht funktioniert. Und was hat funktioniert? Jemand musste eine Mahlzeit mit ihr einnehmen. Aus freien Stücken. Man musste ohne Löffel essen und sie dazu bringen, ihr Spiegelbild zu betrachten. Das ist alles? Nur das war notwendig? Die einfachsten Lösungen fallen einem oft erst sehr spät ein. Außerdem ist es als Wicht schwierig, einen Menschen zu finden, der freiwillig mit einem speist. Das kann ich mir denken. Aber nun ist es endlich vorbei. Mach dir keine Sorgen. Hier ist sie in guten Händen.
Das sagtest du bereits. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Geile Quest. Schöne Lösung. Hoffentlich hat die Hure daraus gelernt. Abfahrt. Wir gehen zurück zu Regis. Sollten wir heute noch schaffen, wir haben noch 10 Minuten. Ich mag's, wie sich Corvo Bianco entwickelt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Corvo Bianco ist echt schön. Ich krieg immer mehr Bock, nach Frankreich zu fahren, wenn ich dieses Spiel spiele. Auch wenn ich Frankreich hasse. Ab zum Friedhof und mal gucken, was er noch besorgen wollte. Denn er sagt ja auch, er müsse ein bisschen, ja, erfinderisch werden bei der einen Zutat. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Bitte hast du hier offen gelassen, Brody. Er hat hier offen gelassen. Oh Gott, bless. Servus. Brody? Ich habe übrigens entschieden, nach der Hauptquest werde ich mal einen Part nur lesen. Wird natürlich einen Augenblick dauern, aber... Mal einen Part nur lesen kann nicht schaden, ne? Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Ganz schön nützlich, die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche es mit ihnen nicht zu übertreiben, aber sie sind so praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast deine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Wieso gefährlich? Du bist doch dann auch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Tesha Mutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben.
Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshamutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Gut, aber wie ist das geendet? Also er ist ja offensichtlich nicht mehr drin. Naja. Keine Zeit zu verlieren. Teshamutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Teshamutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf. Und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Ich habe jetzt nicht so unbedingt Angst vor ihm, muss ich zugeben. Teshamutna, einige Zeit später. Hübsches, verfallenes Ding. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Ich muss sagen, diese Kamerafahrten erinnern mich immer so an alte, billige Spiele. Oder so an Mods und selbstgemachte Stories. Ich finde die immer nicht so erstaunlich. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Geh voran. Ich verstehe auch nicht, warum er das Blut nicht einfach hier getrunken hat. Da liegt eine Leiche. Platze, wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Sagt er nicht, er wird ultra geil auf das Blut, was der da ausschüttet? Und er hat irgendwie ein Mittel genommen, was ihn das ultra krass riechen lässt? Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Machst du es jetzt uns noch wieder zu? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Menschenhaltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Cool. Champion von Teshamutna. Ich bin der Diener des Stammes. Ich habe über... erhaben über Menschen, künde ich von ihren Schwächen. Erhoben über sie bin ich der Hüter der Herde. Voll der Stärke richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes.
Ich bin Herr und Knecht zugleich. Ich bin der ausgeübte Wille des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung, auf das ich den Stamm dienen kann. Mhm. Bisschen sektenähnlich. Hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehaucht. Ich sehe das schon. Menschenhaltung ist halt auch ein bisschen, ja. Ne? Als wäre ein Mensch auch nur ein Lebewesen, was man als Vieh halten kann. Nicht, dass das so wäre. Kappa. Da jetzt echt tief runter. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Käfighaltung und Freilandhaltung im Vergleich. Da habt ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In der Tat. Auch wenn ich nicht mitgemacht habe. Schöne Schlange. Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tendet, die nach Osten über die blauen Berge gingen. Okay. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlafs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Mhm, okay, es gibt also mehrere Stimmen. Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein gutes Blatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Schlange und Hand hatten wir jetzt. Das muss ich mal kurz merken. Es gibt übel viele. Hand hatten wir schon. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Ja, hatten wir schon. Okay. Das hier ist irgendwie so ein Flock. Eine Hand mit einem Flock. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurum. Sie sind über das Meer gezogen. Hand. Schlange. Flock. Okay, es scheint die gleichen Zeichen immer wieder zu geben. Bisher sind es drei. Das hört sich nicht so gesund an, bin ich ehrlich. Notizen eines Gefangenen von Teshamuna. Ich nahm ein Pergamentstück an mich, das eins der Monster verloren hatte. Außerdem habe ich ein Kohlestück. Ich wurde ja mit meinem Blut schreiben, aber das ist so gut wie alle. Mir ist kalt. Jeden dritten Tag kommen sie und öffnen meine Venen, wonach ich mich nicht bewegen kann. So geht das nicht mehr weiter. Aus den anderen Käfigen höre ich das entsetzte Geschrei. Wäre ich stark genug, würde ich mir den Kopf an den Gitterstäben zerschmettern. Hoffentlich ist es bald vorbei. Alois im Nebenkäfig ist gestern gestorben. Sie haben ihn totgetrunken. Offenbar ärgert sie das. Denn ich habe sie in ihrer seltsamen Sprache streiten hören. Heute früh haben sie einen neuen Menschen gebracht. Man könnte sagen, es ist Frischblutnachschub eingetroffen. Die Leute haben keine Ahnung, was sie erwartet. Mein einziger Trost ist, dass ich es schon weiß und den Schrecken, als sie das erste Mal zu mir kamen, nicht noch einmal erleben muss. Ich wusste nicht, was sie vorhatten, bis sie ihre glänzenden Instrumente rausgezogen. Was? Bis sie ihre glänzenden Instrumente rauszogen. So ein schönes Metall habe ich noch nie gesehen. Mein Blut glänzte violett-silberig daran. Ich schätze Meteoriten-Zeugs. Mitschrift einer Konversation mit einem niedrigen Wesen. Mitschrift einer Konversation zwischen Meister Ezziel Hildegard und einem Menschen. Ezziel Hildegard, wer bist du? HB. Mein Name ist Hans Biskont. Warum zitterst du so? Ich fürchte mich, Herr. Du fürchtest dich? Ich verstehe nicht. Du kennst keine Angst, Herr? Nein, ich habe eure Sprache gemeistert, aber manche Konzepte bleiben mir fremd. Was ist Angst? Ein Gefühl, das alle anderen Gefühle zerstört. Sie kontrolliert Herz und Verstand. Wie meinst du das? Ich dachte, es wäre eine Art Schmerz. Ich habe in meinem Labor Versuche gemacht und herausgefunden, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und nur noch daran denkt, wie sie dem Schmerzen entkommen kann, wenn man sie den entsprechenden Stimuli ausgesetzt. Ist Angst also so etwas wie Schmerz? Nein. Schmerz beherrscht den Körper. Angst kommt aus dem Herzen. Oh ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich muss im Labor dein Herz untersuchen. Was meinst du damit? Untersuchen. Na, untersuchen eben. Ich nehme es heraus
und sehe es mir ganz genau an. Aber Herr, das würde mich töten. Ja, eure Sterblichkeit ist wirklich sehr lästig, aber ich habe eure Art nicht geschaffen und kann auch nichts für eure übermäßigen Schwächen. Die Konversation erfolgte in menschlicher Sprache und wurde auch so notiert. Es ist keine Übersetzung erforderlich. Okay, die haben also nicht so richtig eine Ahnung, was sie tun und wie Menschen funktionieren und wollen es herausfinden. Ich habe das vollkommene Set. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich kann es in meiner Hütte ausstellen. Warum sind... Also es gibt scheinbar nur die drei. Ist ja hier gerade einfach runtergefallen. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also... Meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Das Ganze machen wir allerdings erst beim nächsten Mal. Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Ob der hält, sieht nicht sehr speziell aus. Kannst du das nicht machen? Kannst du dich bitte in den Käfig stellen, Brudi? Ich würde so noch kurz den Ort. Mir gefällt übrigens nicht, dass er schon so besoffen wirkt. Also er wirkt ja wirklich schon so, als ob er stockbesoffen ist. Ich kann hier nichts machen übrigens. Gut, ich würde sagen... Wie es hier weitergeht, sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss.